Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch wieder ganz herzlich hier auf meinem Kanal Angel and Soul Rings begrüßen zu dürfen. Es ist so schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ihr wundervoll große Community. Wir sind eine große Familie. Ihr seid meine Familie, meine große Familie. Also alles in allem ist das hier eine große Familie und es ist so wunderschön. Es berührt mich wirklich jeden Tag aufs Neue. All eure lieben Kommentare auch wieder und dann auch die privaten Readings und da den Kontakt dann auch zu haben. Also es ist so wunderschön. Und jetzt erstmal der lieben Daniela Gags. Nachträglich mein allerherzigsten Glückwunsch zu ihrem auch runden Geburtstag. Und alles erdenklich Liebe und Gute wünsche ich dir. Unendlich viel Gesundheit, mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, die liebe Daniela hat nämlich auch in den Kommentaren geschrieben, dass sie auch am 9.5. Geburtstag hatte. Und von daher auch hier auf diesem Weg meinen allerherzlichsten Glückwunsch, liebe Daniela, nachträglich. Na? So, und jetzt. Seid ihr bestimmt auch schon gespannt, was wir jetzt hier für eine Frage machen. Ich habe das in den privaten Readings sehr, sehr oft, eigentlich ja täglich. Ja, was empfindet dein Wunschpartner für dich? Was sind seine Empfindungen? Was sind seine Gefühle? Ist es Liebe? Was ist da was da? Ne? Und ihr wisst ja auch, wer schon private Readings bei mir hatte. Bei einer Frage kommt dann nicht nur, was das Thema Liebe betrifft, sondern auch, was da alles, was damit rausfällt, was die Karten, die Energien hier auch mit zeigen, was ihn vielleicht so ein bisschen auch zurückhält, was ihn stoppt und was seine Probleme auch noch sind, gerade in diesem Bereich auf die Frage bezogen. Und wie gesagt, jeder, der persönliche Readings, private Readings bei mir schon hatte, der weiß, was ich jetzt meine, weil das immer sehr, schon sehr umfangreich auch ist, ne? Ja, und jetzt konzentriere ich mich auf die Frage, weil das ja wirklich auch eine wichtige Frage ist und die schon einigen, denke ich mal, auch im ja, Kopfzerbrechen auch bereitet, weil doch wenige oder ja, doch wenige, nicht viele Menschen auch immer dann ja, so offen sind, sich öffnen und auch sagen, was sie wirklich fühlen. Und dann kommt natürlich auch darauf an, stimmt das auch, was derjenige mir gesagt hat, ne? Das ist ja die zweite große Frage. Ja, meine Lieben. Dann werde ich mich gleich auf die Frage konzentrieren, was empfindet dein Wunschpartner, dein Gegenüber, was empfindet er für dich? So, dann sind wir mal gespannt, was hier ein bisschen zum Vorschein kommt. Da bedarf es auf jeden Fall noch Klärungskarten hier mit dazu. Aber das kennt ihr ja schon von mir. Wow. Gut, jetzt habe ich hier komplett die Klarheit. Also, was empfindet dein Gegenüber, dein Wunschpartner für dich? Wir haben hier in allererster Linie erstmal liegen, was ein Thema bei ihm ist. Oh, da brauchen wir auf jeden Fall noch eine, ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch eine Klärungskarte. Was ihn sehr beschäftigt ist hier. Es ist auch seine Familie. Also er möchte auch, dass es der Familie gut geht. Und was mich hier, wir kommen auf die Frage, komme ich auf jeden Fall. Ich gehe es bloß ja alles durch, weil das jetzt ziemlich viel hier auch noch mit dabei ist, was mir angezeigt wird. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass hier ein familiäres Thema, ich sag mal, Eltern, dass das ein großes Thema auch für ihn ist, was ihn in dem Bereich Liebe auf jeden Fall sehr mit beschäftigt, weil er ist da komplett gestresst, weil hier sehe ich auch ein bisschen vielleicht, dass der ein oder andere
anderes Familienmitglied vielleicht auch erkrankt ist, ne, und da Krankenhaus- oder Arztbesuche eben auch sind, die mir angezeigt werden. Und das ist hier familiär und das belastet ihn gerade sehr. Da sehe ich nämlich auch, dass er dir gegenüber ein bisschen in den Rückzug gegangen ist. Vielleicht auch der ein oder andere sich hier verschlossen hat dir gegenüber, weil er sich nicht so gerne öffnet oder seine Sorgen auch hier wirklich mitteilt, ne? Weil hier sind wirklich Sorgen, die er sich da macht. Er macht sich sehr, sehr viele Gedanken und er ist hier auch diese Traurigkeit ist auch noch mit dabei. Also er ist so komplett in dieser Belastung momentan drin. Er hat auch hier beruflich ziemlich viel Ärger, was ich hier habe. Und hier scheint es Auseinandersetzungen zu geben auf der Arbeit. Also hier, ich sag mal, Ärger, Streit und also Schwierigkeiten definitiv. Und hier sind, ja, weil irgendwas wird ihm hier in den Weg gelegt. Das hat hier mit vielleicht ein bisschen ein Stück auch Missgunst mit zu tun. Also Neid, was ich hier auch sehr stark mitsehe. Und da hat er ziemliche Probleme, ne? Weil er scheint hier bei mir in den Rückzug gegangen zu sein, dir gegenüber, ne? Ach so, habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Wir haben hier eine Kollektivlegung. Die Personenkarten sind natürlich geschlechterneutral. Das ist dein Gegenüber, männlich wie auch weiblich, ne? Kollektivlegung kann nicht für jeden zutreffen, ne? Es kann für jeden zutreffen, aber es ist kein Muss. Also es ist, ja. Pickt euch einfach immer das raus, was für euch passend ist und vor allem haltet euch nicht komplett an dieser Aussage fest, wenn ihr nicht wirklich zu 1000% damit in Resonanz auch gehen könnt. Also mit jeder Legung, ne? In jeder Legung hier im Kollektiv. So, dann haben wir auch, das sind auf jeden Fall das, was ihn erstmal hauptsächlich hier beschäftigt, weil ich hier den Rückzug sehe dir gegenüber. Dann sehe ich auch, er macht sich sehr viele Gedanken auch dir gegenüber. Ne? Wir haben hier nämlich eine andere Person, männlich wie auch weiblich. Hier ist der Neid, die Eifersucht dir gegenüber, ganz extrem. Also sagen wir so, es ist praktisch eine Konkurrentin hier auch mit dem Spiel, die ihm das Leben nicht wirklich leicht macht. Weil diese Person will definitiv was von deinem Gegenüber. Dein Gegenüber sagt aber, boah, Mädel oder Junge, du stresst mich hier echt komplett, ne? Und hier gibt es wirklich Ärger, Auseinandersetzungen. Also es ist eigentlich mehr so wie fast so eine Art Stalking, was ich jetzt hier so sehe. Und da braucht ihr euch aber, braucht ihr euch aber keine Gedanken zu machen. Dann, er macht sich nämlich hier sehr, sehr große Gedanken, was dich betrifft, ne? Und hier, ich sehe, bei dir ist die Eifersucht und er ist aber auch eifersüchtig, weil er will schon dich hier komplett haben. Ne? Also so, die Gedanken sind da. Er macht sich sehr viele Gedanken. Boah, surft sie jetzt hier vielleicht mit irgendeinem anderen rum oder ist sie da flirty unterwegs oder was auch immer. Weil das ist wirklich, er steckt da komplett im Liebeskummer auch drin, weil er sich gerade so sehr eingeengt auch fühlt. Familiär, nicht eingeengt, das ist ein falscher Ausdruck, einfach weil er sich sehr viele Sorgen auch macht und hier auch ein Stück weit auch in der Verzweiflung ist, weil ihm da das ein oder andere hier auch immer wieder mit eingeredet wird und, ne? Und da fühlt er auch so diese, sagen wir so, dieses Abnabeln ist ja ein Thema für ihn, ne? Er wird aber diesen Prozess gehen, das Abnabeln. Das kann ich dir ganz sicher sagen. Er ist nämlich komplett in diesem Prozess hier auch drin, was ich sehe. Dann, jetzt kommen wir zum interessanten Teil, zum Hauptteil sozusagen. Hier, die Gedanken sind bei dir. Hier ist natürlich so ein bisschen diese, ja, Eifersucht. Oh mein Gott, wenn ich mich jetzt hier zurückziehe und jetzt habe ich mich vielleicht länger nicht gemeldet oder, will sie überhaupt oder er noch was von mir, ne? Das sind seine Gedanken. Und er macht sich sehr massive Gedanken, was dich betrifft. Er macht sich hier auch Gedanken, vielleicht hast du hier ein bisschen was rausbekommen mit der anderen oder so, dass hier eine andere, eine Nebenbuhlerin hier noch voll aktiv mit dabei ist. Und wo du dann sagst, okay, vielleicht hast auch du dich dann deswegen zurückgezogen, wo er sagt, hey, da ist doch gar nichts, ich will nichts von der oder von ihm. Ne? Und da sage ich auch immer wieder, Mensch, Leute, redet miteinander. Aber manche Menschen sind dann so, die ziehen sich lieber zurück und sagen, okay, ich möchte nicht mehr drüber reden, ich will da nichts damit zu tun haben, ich ziehe mich hier komplett zurück und dann schauen wir einfach mal, was kommt. Wird sich alles von alleine
regeln und lösen, was ich absoluten Quatsch finde. Aber okay, jeder hat da so seine eigene Meinung und seine eigene Einstellung. Jetzt auf die Frage, was empfindet dein Gegenüber für dich? Hier, das bist du und ihr seht es selber, meine Lieben, die Karten liegen genau alle neben dir. Hauptsächlich diese. Dein Gegenüber sieht in dir diese Herzlichkeit, die du hast. Du strahlst für ihn sehr viel Herzlichkeit aus, sehr, sehr viel Wärme, die Geborgenheit und auch du strahlst die Gefühle auch aus, die Liebe ihm gegenüber. Also da kommt sehr viel Herzenswärme, sehr viel Wärme und sehr viel Zuversicht in dem Ganzen eben auch. Und da ist auch diese Freude, die du hast, diese Leichtigkeit spürt er bei dir, ne? Und wie er dich auch sieht, natürlich als er sieht mit dir auch diese Romantik. Die Erotik im altmodischen, wenn man es jetzt mal so ausdrückt, und auch diese Sinnlichkeit. Und da ist wirklich was Inniges da. Also sei es auf der ja, auf der sinnlichen Ebene, wie auch also komplett du mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Menschlichkeit, da ist hier sehr viel, er fühlt sich geborgen, er fühlt sich aufgehoben. Ne? Hier ist auch seine Wunscherfüllung wird hiermit gezeigt. Du wärst zu seiner Wunscherfüllung. Also dieses Liebevolle, was du ausstrahlst, das schätzt er sehr an dir. Und hier ist auch eine sehr starke und tiefe Zuneigung dir gegenüber. Na? Und hier, was ich jetzt natürlich wunderschön finde, ist, dass mir hier durch die tiefe Zuneigung eine Festigung von eurer Verbindung angezeigt wird. Also ich sage jetzt mal, hier sehe ich noch nicht, dass es eine feste Lebenspartnerschaft ist, also dass die Hochzeitsglocken läuten oder so, ne? Aber ich sage, wenn es hier weitergeht, ist es auf dem allerbesten Weg, meine Lieben, ne? Weil so viel Wärme, so viel Herzlichkeit, so viel Zuversicht, so viel, ja, Fülle in dieser Gemeinschaft, in diesem Wir. Er möchte auf jeden Fall mit dir diesen Wir-Faktor erreichen. Und die Gefühle sind sehr stark dir gegenüber. Und hier, du bist so nah bei ihm. Also, du hast so viel Platz in seinem Herzen. Und da bist du drin, nur du. Ne? Und Familie lassen wir jetzt einfach mal weg, aber jetzt hier im Partnerbereich, ne? Und hier wird es auch ganz sicher wieder liebevolle Gespräche geben, Treffen geben, voller Herz, voller Wärme. Und hier ist die Geborgenheit und diese Wunscherfüllung, auch die Sexualität, Sex, Sinnlichkeit, Harmonie, Romantik. Also ist hier das Komplettpaket. Also es ist eine wunderschöne Legung, meine Lieben. Und ich wünsche es allen von euch, weil es wirklich sehr, sehr schön daliegt. Und seine Gedanken sind wirklich komplett bei dir. Natürlich ist er hier so ein Stück noch auch misstrauisch, weil er nicht weiß, hier Rückzug. Ja, will er oder sie jetzt wirklich noch, was ich vorhin schon angesprochen habe, und tut sich da was? Aber seine Gedanken sind komplett bei dir, sind komplett hier, weil er oder sie weiß, die Person ist es. Mit ihr will ich wirklich diesen Wir-Faktor erreichen und ist hier klar, auch wie gesagt, eifersüchtig, ein bisschen misstrauisch, ob hier überhaupt noch was von deiner Seite aus, ob man die Möglichkeit hat, ne? Aber es schaut sehr, sehr, sehr gut aus. Natürlich die Gedanken auch hier, die Sorgen der Liebeskummer dir gegenüber, die Enttäuschung auch hier in diesem Umfeld, in der Arbeit, im Arbeitsbereich und hier auch die Sorgen auch, was jetzt hier, was ihn auch sehr, sehr belastet, ist hier wirklich ein familiäres Thema, ne? Aber das hatten wir vorhin alles schon gehabt. Aber wie gesagt, im Herzen von deinem Gegenüber bist wirklich du. Ne? Und er oder sie will hier wieder auf dich zukommen und will hier mit dir komplett durch diese Wärme, was er in dir sieht, also wie er dich sieht oder sie dich sieht. Ne? Es ist eine wunderschöne Legung, hier wirklich in die Festigung kommen. Und die Karte liegt mir so da, dass dein Gegenüber nicht noch drüber nachdenkt und sich noch nicht so hundertprozentig sicher ist, sondern er ist sich oder er oder sie ist sich komplett sicher, weiß, was er oder sie will. Meine Lieben, wirklich eine ganz, ganz tolle Legung. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag voller Wärme, voller Sonne. Und ja, dann später auch ein ganz, ganz tolles, wunderschönes, schmackhaftes Abendessen. Und genießt euren Feierabend, ihr Lieben. Also bis morgen. Tschüss.